Aus der Themenreihe Willkommen in der Ideenbotschaft stellen wir regelmäßig die neuen Grey Azubis 2011 vor. Heute im Interview? Luca. Hallo Luca. Beschreib dich doch mal mit drei Schlagwörtern. Ja, ich würde sagen unternehmungslustig, Reise und Sonnenmensch. Reisen einfach, weil ich gerne neue Kulturen kennenlerne. Ich war auch zuletzt in Afrika. Und Sonnenmensch, weil ich gerne draußen bin, Sport mache und ich finde es einfach viel schöner draußen als drinnen. Warum bist du jetzt Kauffrau für Marketingkommunikation? Ich finde es einfach toll, dass man so viel Kontakt hat zu unterschiedlichen Charakteren, egal ob auf Kundenseite oder auf Agenturseite. Und ja, ich habe Interesse an guten Werbespots und möchte auch gerne ein bisschen mitmachen. Schön. Wie waren denn jetzt die ersten Tage bei Grey? Die ersten Tage waren super. Ich bin toll ins Team aufgenommen worden, habe schon viele Erklärungen bekommen, durfte schon ein bisschen mit rumfahren, habe schon eine Druckerei gesehen. Ja, war super. In welcher Abteilung bist du jetzt gerade? Wahrscheinlich in der Produktion, oder? Wenn ja, du genau, Publishing-Produktion. Schön. Welche Erwartungen hast du denn jetzt an deine Ausbildungszeit und an die Zeit hier bei Grey? Ja, ich habe die Erwartung, dass ich noch ganz viel lerne. Ich finde auch einfach, dass man tolle Aufgaben bekommt, dass ich immer mehr Sicherheit bekomme, einfach dadurch, dass ich auch merke, dass man mir dann was zutraut und ja, dass ich mithelfen kann, unterstützen kann. Gibt es eine Abteilung bei Grey, die dich schon besonders reizt? Ein bisschen konntest du ja schon reinschnuppern in die einzelnen Bereiche. Ja, was mich auf jeden Fall noch sehr reizen würde neben der Beratung auch, ist die Personalabteilung, weil ich es einfach auch schön finde, mal so andererseits nicht nur so die Kunden zu sehen, sondern auch zu entscheiden, wer kann im Team mithelfen. Und gerade bei Grey, finde ich, sind so viele unterschiedliche Mitarbeiter. Und ja, fände ich super, irgendwie den Leuten Chancen zu geben und auch so ein bisschen abzulegen. Das stimmt, sehr schön. Dann danke für dein Interview und ich wünsche dir einen guten Start. Ja, danke schön.